So, hallo Kim, wie geht's dir jetzt erstmal? Hallihallo, mir geht's sehr gut. 30 Stunden Flug, aber ganz viel Champagner und Snacks und Süßigkeiten, deswegen geht's mir super. Ja, das glaube ich, aber du bist ja beim Dschungelcamp gewesen. Was hat dich denn dazu bewogen, dort mitzumachen? Das Geld hat mich bewogen, dort mitzumachen, ja. Also ich habe eigentlich ausgesorgt im Leben, aber mehr ist immer mehr besser. Und ich wollte einfach jetzt auch die Erfahrung mitnehmen. Es hat mir am Ende mehr gebracht, als ich dachte. Also gerade in der Persönlichkeitsentwicklung hat mir das viel gebracht. Ich wollte gerade sagen, was genau? Ja, ich habe so ein bisschen gemerkt, ich muss ein bisschen emotionaler sprechen, wenn ich mit jemandem streite. Ne? Nicht immer Vorwürfe und so. Also ich glaube, in meiner Streitkultur hat das sehr viel mich vorangebracht. Und ich konnte viele Sachen auch verarbeiten. Und hast du dich denn vorbereitet beim Dschungelcamp? Ich habe mich gar nicht vorbereitet. Ich habe ganz viel gegessen und Champagner getrunken, bin dann einfach da reingeschmissen worden. Ich habe noch nicht mal die Show geguckt. Also ich habe wirklich nur YouTube-Videos geschaut. Ja, ich habe nur die Prüfung immer bei YouTube geschaut, dass ich ein bisschen weiß, wie das ist. Ne? Ja. Und was hast du dann so gedacht, als es wirklich so weit war und du dann so zu der ersten Prüfung gegangen bist? Ich habe erstmal gar nicht gecheckt, dass ich überhaupt im Camp bin, hatte noch voll die Snacks in meinem Backpack. Dann habe ich schon wieder direkt Anschiss bekommen, direkt beim Einzug. Also ich musste da mich voll reinfinden. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe auch, glaube ich, am meisten geschmuggelt von allen Staffeln. Ja, ich habe voll viel geschmuggelt. Das ist nicht rausgekommen, doch, gell? Eine Sache ist nicht rausgekommen, für die zweite habe ich keinen Ärger bekommen. Dann waren noch drei andere Sachen. Für die eine habe ich ja Ärger bekommen. Ja, ich hatte ein Medaillon von meinem Vater noch bekommen. Das hatte ich nämlich an meinem BH gemacht. Da war zwar Jesus und Maria drauf, aber ich habe gesagt, das ist die Marke von meinem BH. Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Und was fandest du denn so am allerschlimmsten beim Dschungelcamp? Am allerschlimmsten war, glaube ich, die Challenge mit Mike, um mir den ganzen Gesülze da anzuhören. War tatsächlich die größte Challenge, ja. Und würdest du es denn jetzt nochmal gehen, jetzt wo du genau weißt, was da auf dich zukommt ins Dschungelcamp? Ich würde es nochmal genau so tun, weil ich konnte gut abschließen mit vielen Dingen und habe noch ganz viel gelernt dazu on top und konnte meine Phobien bekämpfen so ein bisschen und ich nehme auch Kohle mit nach Hause, also von daher super. Und wie geht's jetzt weiter mit dir? Es wird noch sehr weit gehen, weil ich ja die Quotenqueen war. Ne? Dank mir haben da ganz viele Leute Aufmerksamkeit bekommen, ne? Und das heißt, ich werde auf jeden Fall den Markt überrennen, auch in den USA. Ja. Da sind wir auf jeden Fall gespannt, was wir noch alles von dir hören werden und bedanken uns fürs Interview. Sehr gerne, danke euch.